Punktet. Endlich mal normale Hasen, die einen nicht gleich tödlich angreifen, wenn man sie angreift. Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Hardcore, einer neuen Folge in diesem schwierigen Minecraft-Modus. Zurück hier in unserer Höhle, oder was auch immer das ist, unserem kleinen Zuhause, in dem wir so sicher sind. Heute ein bisschen anders, Texturenpack ist dasselbe, aber wir probieren es heute mal mit den Shaders. Es kann sein, dass es vielleicht ein bisschen ruckelt ab und zu, aber ich habe es so gut eingeschaltet, wie es glaube ich ging. Vielleicht geht es auch noch ein bisschen besser. Muss ich noch ein wenig ausprobieren, weil es kann ja nicht sein, dass da immer wieder ruckelt. Obwohl eigentlich der PC selbst ja nicht so schlecht ist eigentlich. Ich weiß nicht, Minecraft ist da halt so ein bisschen Opferspiel, was immer wieder Probleme macht, obwohl man eigentlich einen tollen PC hat. Naja, wir müssen hier weiterkommen, hier im Hardcore-Modus, und wir müssen hier weiterhin überleben. Ich dachte mir, wir machen da ein bisschen Nahrungsbestand. Wir haben ja eigentlich im Moment nicht wirklich viel an Essen. Und das ist eigentlich schon ziemlich wichtig. Dann habe ich gedacht, machen wir hier vorne so eine Farm. Und die sichert dann uns einigermaßen hier natürlich das Essen. Also vorerst mal ein bisschen Brot und so. Und dafür mache ich jetzt hier mal eine Hacke, so natürlich. Und jetzt gehen wir raus und schauen, ob wir ein paar so lustige kleine Sämchen finden, mit denen wir dann da schön ein paar Fältchen machen können. Die Musik ist dieses Mal ausgeschaltet, ich mache sie dann im Nachhinein hinzu, weil die war das letzte Mal ein bisschen zu laut und geht es eigentlich einfacher mit der Musik einfügen, denn jetzt habe ich ein besseres Programm zum Videoschneiden und der PC bringt jetzt auch ein bisschen die bessere Leistung. Und ja, mal sehen. Und ich könnte die Musik dann auch ein bisschen anpassen an der Situation und so. Und muss nicht immer daran denken, oh, jetzt muss ich die Nachtplaylist einschalten. Und ja, und so muss ich auch nicht das Spiel irgendwie pausieren und so, sondern kann hier einfach durchspielen. Meine 15 Minuten, ja, mal sehen. Und dann, ja, ist es doch alles viel praktischer, denn ich muss für diese Folge sowieso ein bisschen mehr dran sitzen, weil Kamera noch einfügen und das Ganze anpassen und darum kann ich ganz gut die Musik auch im Nachhinein einfügen, das spielt dann auch keine große Rolle mehr. So, oh, ich habe wieder einen Hasen übrigens, schon wieder einen weißen mit roten Augen. Okay, aber der greift mich jetzt nicht an. Ah, komm, ich lasse den am Leben. Also von ein bisschen Hasenfleisch werden wir jetzt auch nicht satt. Da oben haben wir noch Weizen. Hier ist ein kleines Seechen. Ein kleiner See, ist auch schön. So, habt ihr hier noch ein bisschen Samen? Nö, da ein bisschen Samen. Ey, gibt es hier eigentlich nur weiße Hasen mit roten Augen oder was? Ah ne, die sind... Jö, die sind gepunktet. Endlich mal normale Hasen, die einen nicht gleich tödlich angreifen, wenn man sie... angreift. So, wo haben wir noch? Da haben wir noch ein bisschen Gras. Hallo, ich hätte gerne noch ein bisschen. So, jetzt 12. Ich will einfach nicht zu weit entfernen von zu Hause, dann ist alles okay. Autsch! Das war doof. Den Moment. Ah doch, ich regeneriere noch sehr gut. Ah, da ist ein Hase auf dem Baum. Sehr schön. Da sind braune Hasen. Mann, wie viele Hasen das hier gibt. Und hier, was gibt's hier Schönes? Eine Schlucht oder sowas ähnliches, in der ebenfalls ein Hase sitzt. Okay. Oh, da auch einfach nicht reinfallen. Hier noch ein bisschen Gras abfarmen. Und dann haben wir dann irgendwann mal genug diesen blöden Setzlingen da, damit wir da ein bisschen kleines, anständiges Feld machen können. Oh, da sind ganz viele Blumen. Wieso schweben diese Blumen? Alle schon weg. Merkwürdig.
Gras. So. Ich laufe jetzt einfach einmal um den ganzen See rum. Dann sehen wir auch noch ein bisschen, was da so überall rumhängt. Ach schön, hier ein bisschen Sand noch. Können wir natürlich auch verwenden für wertvolles Glas. Schöne Häuser zu bauen hier im Hardcore-Modus. So, habt ihr noch ein paar Setzlinge? Das wäre super. Jawohl, hier haben wir noch eins. Gut, dann denke ich, gehen wir wieder ein bisschen zurück. Da war ein Höhlengeräusch. Ein unheimliches Höhlengeräusch. Ah, jö, eine kleine Kuh, sie steckt fest. Ja, Pech gehabt. Da schnauzt sie mich gleich wütend an, weil ich sie ausgelacht habe. Naja. Da haben wir auch ein Gras. Oh, und es gibt gleich noch ein Setzling. Schön. So, und ein bisschen Hunger habe ich schon. Das heißt, es wird Zeit, dass ich da ein bisschen zu essen kriege. Ein Stück Fleisch habe ich ja noch. Geht die Sonne unter? Die Sonne geht gleich unter. Das heißt, wir verschieben das, glaube ich, auf morgen. Ich muss ja sowieso noch da ein bisschen dafür sorgen, dass wir da vorne noch ein Terra haben. Das heißt, ja, Erde habe ich ja bestimmt irgendwo. Da unsere Grimpelkiste, hier habe ich bestimmt die Erde. Da ist die Erde, genau. Hier haben wir noch Granit. Kies. Oh, 64. Wieso haben wir so viel Kies? Ist ja krass. So, Blümchen, die wir hier haben. Und die Weizen, die brauchen wir dann, die Weizenkörner. Für das, was ich da vorhabe, aber ich esse jetzt mal noch das Fleischstück da. So. Und jetzt geht gerade die Sonne unter. Ah, schön. Irgendwo. Aber nicht vor unserem Haus. Schade. Und in dieser Zeit, da wir noch kein Bett haben, können wir uns ja wieder in den Untergrund verschanzen. Eisen habe ich noch, denn die Eisenspitzhacke ist nämlich auch nicht mehr so fit, wie sie mal war. So. Das Eisenschwert geht noch. So. Weil ich will unbedingt noch ein bisschen Eisen finden, denn dann müssen wir uns unbedingt mal eine anständige Eisenrüstung machen. Ist das Kohle? Jawohl, das ist Kohle. So. Holz nehme ich nicht alles mit. Lasse ich noch ein bisschen hier. Oh, habe ich schon ein bisschen hier. Ja, dann nehme ich doch alles mit. Das Eisen nehme ich auch mal noch mit, so, aber das lasse ich jetzt doch noch hier, so. Die Fackeln sind ganz wichtig und die Schaufel, ja, die lasse ich jetzt mal, die Steinschaufel. So, und dann haben wir doch hier unten so eine schöne Höhle gefunden. Die haben wir natürlich mit einer Tür abgesichert. Wir wollen ja sicher sein hier, ne? Wie das alles farbig aussieht hier unten mit den Shaders. Schon schön. Schön, aber ziemlich dunkel. Soll ich die Tür offen lassen? Nee. Da unten ist Eisen und Lava. Ich weiß gar nicht, wie sicher, dass wir hier eigentlich sind. Aber ich will zu dem Eisen da unten. Denn Eisen ist wichtig. Ja, ist ja geil. Die Fackel, die gibt auch ein bisschen Licht. Ich habe ein Skelett gehört. Apropos, so, das ist vielleicht auch noch wichtig. Ich muss, glaube ich, die Geräusche ein bisschen lauter machen. So. Und jetzt. Vielleicht sitzt das Skelett immer noch da oben, wo wir es das letzte Mal gesehen haben. Ist auch noch eins. Ja, das ist bestimmt irgendwo hier. Aber dann sollte es uns ja nichts machen. Hä? Ach, eine Fledermaus. Da komm, ich geh jetzt einfach zum Eisen rüber da. Weil das brauchen wir jetzt unbedingt. Sonst, wenn es uns runterschießt, dann merken wir es ja.
Und dann landen wir gleich da unten in der Lava und dann ist das Spiel sowieso gleich vorbei, also was soll's. So, jetzt das wertvolle Eisen abbauen. Dann können wir uns gleich eine Eisenrüstung machen, hoffentlich bald. Das brauchen wir etwa 12 Stück oder 24. Irgendeine von den beiden Zahlen. So. Hätten wir das Eisen. Dann gibt es da unten noch Eisen. Huh. Ah, Gott sei Dank. Sollte uns eigentlich nichts passieren hier. Hier mal den Rückweg sichern. Und ein bisschen ausleuchten. Da sollte nichts kommen. Und A eigentlich auch nicht, weil ein Monster, das durch Lava geht, das sollte hier eigentlich nicht geben. Schön, wie das Eisen auch leuchtet. Ah ne, das ist, weil ich die Fackel in der Hand hatte. Alles. Alles, ne? Jetzt haben wir hier noch wertvolle Kohle. Die gibt uns wertvolle XP, mit der wir dann unsere Werkzeuge und Waffen verzaubern können. War das alles an Kohle? Finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Kohle gibt es sonst immer so extrem viel. Aber sieht aus, als ob das alles war. Naja. Gut. Zur Sicherheit hier noch so zumachen. Dann da auch noch Kohle, aber die ist bei der Lava. Vielleicht sollte ich mich langsam in dieses, auf diese Seite da begeben. Hoppla, das war's. Sehr mutig hier über die Lava zu bauen, aber das ist egal. Ich bewege mich jetzt einfach hier oben fort. Und zwar nach da drüben. Schon. So. Hey, ist überall Lava. Mann, Mann. So, wir haben auch noch Eisen. Sehr gut. Schon 15 Stück. Da kommt noch mehr. Etwas umherlaufen. Oh Mann. Was ist denn das für eine Riesendinge? Okay, ich habe auch schon Größeres gesehen, aber so fürs Erste hätte ich eigentlich lieber eine kleine süße Höhle als hier gleich so ein Riesending. Eigentlich Granit lasse ich stehen. Ich weiß nicht, also ich glaube hier beim Hardcore-Modus, ich glaube wir brauchen hier echt kein Granit. Ich wüsste nicht, was wir damit anstellen sollten. Eigentlich bewege ich mich hier bei diesen Schluchten immer lieber oben vorwärts, weil unten ist einfach immer die Gefahr, dass irgendwie einer runterspringt. Und dann springe ich gleichzeitig hier in die schöne Lava rein und puff, das war's dann. Das ist nur ein Zombie. Irgendwo. Ist hier fertig? Ja. Gut, das heißt, es geht dann nach oben, aber ich hole jetzt noch die... Ist da die Lava ganz weg? Ja. Ich hole da noch ein bisschen Kohle. Kann auch nicht schaden. So. Dann gehen wir dann bald mal wieder hoch und schauen, ob es bereits schon wieder Tag ist. Denn wir haben ja... Upsla. Wir haben ja auch oben noch... Eine Mission. Alter. Ja, bäh.
Zeig dich lieber, anstatt dass du da blöd herumlungerst. Da oben ist Eisen. Eigentlich sollte Optifine noch installiert sein, aber... Ich dachte, man kann zoomen mit Control. Geht das nicht mehr? Nein, kann gar nicht sein, weil jetzt kann man ja springen mit Control. Das heißt, das ginge ja gar nicht, wenn man da noch zoomen kann. Da jetzt Ruhe. Ah! Da hinten ist was. Da oben sitzt der Zombie. Jetzt sehe ich dich, du kleiner Blöder. So, und ich habe jetzt mal versucht, hier die Kamera auf Zoomen zu machen. Das heißt, jetzt bin ich viel näher als vorhin, aber ich glaube, das war nicht so gut. Denn so bin ich viel zu schnell irgendwie mal aus dem Bild raus, habe ich jetzt bemerkt. Vielleicht stelle ich das wieder um oder platziere die Kamera einfach ein bisschen anders. Und ja, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich gehe jetzt mal wieder hoch und lade das Zeug ab. Ich habe halt überhaupt kein Zeitgefühl, wann das eigentlich schon wieder Tag ist. Vielleicht haben wir Glück und es ist gleich Tag. Dann ist die nächste Folge wieder draußen. Da ein bisschen ein Feld machen und dann weiterschauen. Aber ja doch, ich glaube, es wird gerade Tag. Oder schon wieder Nacht. What the? Ne, es wird Tag, oder? Ja, ich glaube, es wird gerade Tag. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge bei Minecraft Hardcore. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch einen Daumen hoch, favoriert, liked. Ja, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.